Dann mal auf in die Minen. Schön trainieren. Und diesmal werde ich auch nicht direkt in die Dingens laufen, also direkt in den Dschungel, um da irgendwas zu erforschen oder sonst was. Sondern ich versuche jetzt echt genau so zu spielen wie bei der Tagesaufgabe. Und das sind inzwischen ein paar mehr Striche an der Wand. Schwupps. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Und guter Anfang. Hops, du kommst damit. Flup, flup. Sehr guter Anfang. Ja, doch. Kann man nicht meckern. Gucken wir mal. Bomben? Bomben. Du kommst mit. Keine Fallen, keine Gegner, Blondine und Kiste. Ich glaube, besser geht's nicht. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Genau, erstmal runter gucken. So, Fledermaus. Oh, Blondine könnte irgendwo reinfallen. Tut sie aber nicht. Da wäre eine Stachelfalle. An die Goldmünzen. Da werde ich nicht rankommen. Hops. Oh, Spinne. Komm. Hops. Nö. Soweit sehr entspannt. Du bleib mal da. Zing. Ein Mini-Klümpchen. Na gut. Irgendwelche Skelette dabei? Nein. Und ein etwas größer. Zing. Jo. 10.000 Gold. Kein Herz verloren. Und ein Küsschen. Sehr schön. Nächste Etage. Schwing. Das sieht schon garstiger aus. Sofort aus dem ersten Bildschirm zwei Fledermäuse und so eine große Spinne. Oh, dafür auch gleich die Blondine. Und einen Schlüssel. Nee. Okay, werfen wir erstmal den Schlüssel runter. Und dann die Blondine hinterher. Wobei wir sie nicht werfen sollten natürlich, weil wir nicht wissen, was da unten ist. Jedenfalls nicht so wirklich. Alle hopp. Du. Oh, ganz viele Bomben. Ich glaub, die nehme ich mal mit. Oh. So. Willkommen. Nein. Das war so nicht geplant. Schwing. Auch wieder so Horus. Und 18 Bomben. Das ist eine schöne Kombination. Dass wir sehen können, wo wir sprengen sollten. Und gleich sprengen können. Da zum Beispiel. Das sieht doch schick aus. Du, wart mal. Fällst du gleich runter? Ist da unten was? Nö. Wart mal hier. Schwung. Husch. Gleich die Oh. Das hätte ins Auge gehen können. Und jetzt werde ich gleich noch ein paar Seile verballern müssen. Und wir haben davon nicht sehr viele. So. Hops. Genau, weil das hier oben haben wir vergessen. Schwing. Den kleinen Knoblauch noch mitnehmen. Ein Mini. Oh. Ja, das wäre eine schöne Daily. Ich sollte mich auch ein bisschen beeilen. Habe ich das? Ja, wir haben. Ah, das passt. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben den einzigen Weg nach oben weggesprengt. So, komm mal. So, schön hier bleiben. Bist du ein Skelett? Nein. So, und fertig. Oh, und Geist kommt. Komm, lauf da. Rein und hinterher. Jo, einmal getroffen. Das ist absolut in Ordnung, würde ich sagen. Dafür haben wir jetzt das Küsschen wieder bekommen und wir haben jede Menge Gold gemacht.
Oh, ein Dingensschrein. Sehr schön. Falsch. Oh, drauf da. Große Spinne. Zing. Oh oh. Donk. Ich glaube, die sollte ich einfach in Ruhe lassen. Ich höre eine. Oh, sie ist tot. Sehr schön. Ich darf nur nicht in dieselbe Falle reinlaufen wie sie. Hops. Schade, dass die Spinne keine Leiche hinterlassen hat, sonst hätte ich das vielleicht auf dem Schrein opfern können irgendwie. Oh, da ist die Blondine. So. Oh Mist, wir haben keine Dingens mehr. Oh, schnell runter, schnell runter. Wir haben keine Seile mehr. Zing. Wusch. So, du kommst damit. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Sind hier Stacheln? Nein. Dann warten wir da. Dann springen wir nämlich noch hier. Sehr schön. Und da oben. Dieses Bab-Zeug von der Spinne ist echt super praktisch. Oh ja, 37.000. Das wäre eine schöne Daily. Ich glaube, damit würde ich wieder den ersten, nee Quatsch, den zweiten oder dritten schaffen. Den ersten, der war gut. Wow. Hops, hops, du bist Sicherheit. Peitsch. Komm hoch. Peitsch, peitsch. Weg. So, vier Bomben noch. Ich glaube, wir sollten langsam aufhören, die so exzessiv einzusetzen. Hm? Ja, komm, raus hier. Düsschen. Oh, dunkel. Schwing. Was war das? Oh, gerade ein ganz komischer Ton. Da unten ist eine. Oh, Schlange. Au. Oh. Schon sind die ganzen schönen Lebenspunkte wieder weg. Na gut, vier haben wir noch. Das ist okay. Da oben ist die Blondine. Und wir haben keine Dingens mehr. Keine Leitern, Seile. Ja. Es ist echt garstig bei diesen Leveln. Na gut, müssen wir erstmal nach unten und die Blondine ignorieren. Blum. Da war gerade eine Spinne mit drin, richtig? Ein Rubin. Kleiner Unterschied. Da. Zoink. Ich hoffe, die Fackeln können nicht kaputt gehen. Oh, 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 oh. Einfach mal so eine Riesenspinne übersehen. Oh. Weg. Mitkommen. Hops. So. Ich würde gerne einfach diesen goldenen Käfer mitnehmen. Weil mir wurde jetzt schon mehrfach gesagt, dass die doch ganz gut was wert sind. Ich weiß nur nicht. Oh, so macht man sie tot. Ich wollte sie nicht tot machen, ich wollte sie mitnehmen. Peitsch. Flupp. Oh, da ist ein Shopkeeper. Aber den sollten wir wohl in Ruhe lassen. Können wir hier die Fackeln wieder aufnehmen? Nein. Keine Stacheln auf dem Boden. Keine Stacheln auf dem Boden. Ja, komm, raus hier. Schwing. Zwei Herzen sind echt nicht viel. Aber wenn das eine Daily wäre, dann hätten wir eh schon so viel Gold, dass es total egal wäre, ob wir jetzt sterben oder nicht. Und wir haben schon 12. Was war das da links gerade? Da hat irgendwas so blau. Genau, das Auge. Warum pinkt mich das Auge an? Ich glaube, das will, dass ich irgendwo hingehe. Wo? Weiter nach links.
Doping wird weniger. Hm. Hier? Scheint hier zu sein. Okay, dann sprengen wir doch mal hier den Boden weg. Definitiv da. Oh, ein Secret. Was zur Hölle bist du? Oh, hä? Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Oh, hier kann man bestimmt richtig gut Ärger machen. Wir hätten gerne dich. Wir hätten gerne dich. Ja, gerne ein Küsschen. Schmatz. Schmatz, damit wir wieder auf 4 Leben sind. Dann solltest du bitte sterben. Da unten kannst du bleiben, ist okay. So. Basketballhandschuh oder Baseballhandschuh, was machst du? Spikes. Also soll wohl ein Eislevel geben, da könnten die ganz praktisch sein. Ich glaube, die kaufe ich auch mal. Was soll's, die kaufe ich auch. Diese Handschuhe verbessert deine Wurf- und Fangkünste. Okay. Das sieht nicht gut aus da. Nee, versuchen wir uns mal hier durchzuschleichen. Ah, ja. Gold, kleine Frösche. Tödliche Tiki-Fallen, ganz viele Bomben. Was zur Hölle ist das da unten rechts? Ankaufen für 50.000. Bomben, noch mehr Geschäfte. Oh. Kann ich auf Schnecken raufspringen? Test. Kann ich. Okay. Toink. Runter. Hier könnten wir einen NPC kaufen, ne? 10.000. Rad drehen. Nee, ich hätte gerne erstmal ihn hier. Er gehört ganz dir. So, dann. Du machst Sachen kaputt. Wow. Hey, hast du mich gerade angepeitscht? Genau, spreng mal den doofen Krötentypen da. Und ich glaube, er ist tot. Kann ich nicht aufnehmen? Okay. Hops, hops. Und hops. Oh, weg, 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 weg. Das war knapp. Peitsch. Zink. Okay. Also Schwarzmarkt, sehr interessant. Wenn man genug Gold hat, auf jeden Fall zu empfehlen. Und so haben wir unsere 4 Lebenspunkte wiederbekommen. Und das wäre richtig geil, wenn das die Tagesaufgabe gewesen wäre. Eine Schalange. Gleich noch ein Shop. Aber da war doch Bomben brauchen wir. Wir haben bei weitem nicht genug Gold. Wir haben alles für einen Zyklopen ausgegeben, der innerhalb desselben Levels gestorben ist, was nicht ganz so sinnvoll ist. Au, Gott. So. Der Typ mit dem Bumerang, der könnte Ärger machen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Wir kommen hier nirgendwo durch. Moment mal. Weg, 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 weg. Runter gucken. Ausgang. Ich will nicht unbedingt meine letzte Bombe verschwenden, um eine Blondine zu retten, wo ich eventuell Schaden bekomme. Also gehe ich einfach. So, und ich glaube, bald haben wir schon die nächste Dungeon-Art freigeschaltet. Das läuft richtig schick. Wobei ich das wahrscheinlich nicht hätte sagen sollen, aber nee. So. Boing. Kaputt. 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 Komische fleischfressende Pflanzen. Dicke Fallen. Dicke Männer.
Komm mal weiter hier hin. Au, au. Ja, genau deswegen. Zoink. Oh, und da ist ein Charakter. Ich glaube, ich springe dich mal. Damit du mich nicht umbringst, bevor ich den Charakter freischalten kann. Tada! Und den Typen, den wir gerade verloren haben, haben wir jetzt wieder. Aber spielbar. Auch wenn ich den gleich bestimmt nicht spielen wollen würde. Keine Bomben, keine Seile. Dann mal wieder raus. Gib mir die nächste. Ja! Du bist der Tunnelmann, du willst was haben und wir haben nichts.